Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Hot Pursuit 2. In der letzten Folge haben wir tatsächlich den kompletten linken Bereich vom Hot Pursuit abgeschlossen. Wie ihr seht, wir haben hier überall Goldmedaillen. Und ja, zuletzt haben wir hier unten das gemacht. Runden K.O.-Rennen, Mercedes CLK, GTR und Duell Lamborghini gegen Porsche. Heute wollen wir hier anfangen mit dem rechten Bereich. Und da geht es hier oben los mit dem Runden K.O.-Rennen Voll Classic. Ich lese es nochmal vor, im runden K.O.-Rennen Fall Classic bleibt nur der Beste übrig. Beendest du eine Runde als Letzter oder lässt du dich von den Cops erwischen, scheidest du aus. Der Fahrer, der als Letzter übrig bleibt, wird zum Sieger erklärt. Für den dritten Platz bekommst du Bronze, für den zweiten Silber und für den ersten Gold. Wir wollen selbstverständlich Gold haben, da gibt es allerdings nur 3000 Punkte für. Also etwas weniger als bei dem Rennen, was wir im letzten Part als Letztes gemacht haben. Aber das macht natürlich nichts. Denn uns geht es natürlich nur um die Medaille und nicht um die Punkte. Oh, jetzt haben wir hier wieder Opel zur Auswahl. Opel Speedster. Ach ja, ich erinnere mich. Ach so, wir haben nur den Opel Speedster. Sehe ich das richtig? Aha, okay. Ja, dann nehmen wir den doch. Welche Farbe wollen wir denn mal nehmen? Grün, Rot, Schwarz, Gelb. Dann haben wir so ein Grau. Oder weiß, Silber, Orange gibt es auch noch, Rot, Blau. Jo, schwer zu sagen, ne? Wollen wir mal Orange nehmen? Ich glaube, sowas hatten wir noch gar nicht. Jo, nehmen wir das. Let's go! Und da haben wir schon wieder Rom Cycloid. Das ist echt einer meiner Lieblingsmusiken von dem Spiel, glaube ich. Also Lieblingslieder. Alpine Trail. Wir fahren mit Blazin, Zeta, RJ, Boris und Connor. Blazin und Zeta haben auch den Speedster genommen. RJ und Boris den VX220 und Connor die Lotus Elise. Alles klar. Schon wieder die Strecke, okay. Die sind wir erst letztens gefahren. Allerdings natürlich mit deutlich schnelleren Wagen. Wollen wir eine andere Sicht nehmen? Zum Beispiel die hier. Naja. So viel besser ist die jetzt auch nicht. Oder wir nehmen mal die hier. Die Stoßstangenperspektive, wo man schön hier das Tacho immer sieht. Eingeblendet. Was ja auch bei jedem Fahrzeug anders ist. Also jedes Fahrzeug hat da ein anderes Tacho. Was man da vorne eingeblendet sieht. Also vielleicht ist die Sicht auch gar nicht mal so schlecht. So, da haben wir auch gerade eben schon eine schöne Abkürzung genommen, die mir recht gut gefallen hat. Und wir sind auf jeden Fall schon mal Erster. 5 Runden sollen wir fahren. Ach du meine Güte, 5 Runden? Ey, Leute. Jetzt übertreibt es aber. Ist das nicht ein bisschen viel? Die Strecke ist auch gar nicht mal so kurz, glaube ich. Wir sind jetzt schon über einer Minute. Ach Leute, jetzt fangen sie wieder an, hier zu übertreiben. Wo wir eigentlich, obwohl wir eigentlich erst ganz am Anfang quasi stehen. Bei der Liste zumindest. Aber jetzt sehe ich nicht, ne? Wenn die Polizei mich hier rammt, dann sehe ich das nur auf der Karte eventuell. Deswegen ist die Sicht nicht ganz so gut eigentlich. Ja, sage ich ja. Hilfe. So. Ja, perfekt. Okay. Die Sicht hier gibt es auch noch. Vogelperspektive. Oder wie auch immer. Oh Gott, die Perspektive soll ein bisschen seltsam. Ist wahrscheinlich die Hubschrauberperspektive oder so ähnlich. Bisschen so sieht sie aus. So, die erste Runde hat schon 1 Minute 45 gedauert. Ah, das wird ein langes Rennen, ey. 10 Minuten? Geil. Naja, bisschen weniger. Okay, machen wir. Sollte ja nicht allzu schwierig eigentlich werden. Ich glaube, das war jetzt echt noch das leichteste Rennen, was wir hier generell zur Verfügung hatten. So, nehmen wir wieder die Standardperspektive.
Ich glaube, das hier ist eigentlich die Standardperspektive, aber ich nehme eigentlich immer gern hier die etwas weiter entfernt ist. Da hat man einfach noch etwas mehr Überblick. So. Ja, gibt es vielleicht noch was, über was ich reden könnte, während ich hier die 5 Runden auf Alpine Trail unterwegs bin? Weil die Gegner sind ja jetzt hier nicht allzu schwierig. Wenn, dann die Polizei. Aber die Gegner eigentlich nicht wirklich. Ich überlege gerade. Haben wir noch irgendwas Tolles zu erzählen? Nicht wirklich. Eigentlich nicht, ne. Ne, ich habe über die meisten Sachen schon geredet eigentlich. Ach so, das ist ja ein Ausscheidungsrennen. Deswegen 5 Runden. Ja. Weil ja natürlich 5 Teilnehmer mit dabei sind. Da muss natürlich in jeder Runde einer ausscheiden. Verstehe. Aber trotzdem hätte man noch ein paar mehr weniger Teilnehmer eigentlich machen können. Naja. Egal. Joa. Och nö, Leute, Rückwärtsgang, oh na. Och komm ey. Tja. Schöne Handschellen. Shall we? Yeah, we should try again, yeah. That's right. Ja. 300 Punkte. Du hast den Event nicht bestanden, versuche es noch einmal. Och komm ey. Boah, ich hasse das, wenn die Polizei einen festnimmt, ey. Da kann man oftmals nichts gegen machen. Also, nee. Tja. Habe ich denn wirklich nichts, über was ich reden könnte? Ich muss mir echt überlegen. Heute ist ja wieder Wochenende. Eigentlich wollte ich schon gestern aufnehmen. Aber gestern kam ich irgendwie nicht dazu, weil, ja, ich, bei meinem PC ist es halt so, dass wenn ich, den zu 100% auslaste, mit so einem speziellen Test, also alle Kerne, ich meine jetzt die CPU zumindest, dann wird die ziemlich schnell ziemlich heiß, also über 80 Grad auf jeden Fall. Und deswegen, ich hatte mal überlegt, was ich da, woran das liegen kann, weil eigentlich kann das gar nicht sein. Ich habe ja einen guten Kühler und so weiter. Ja, alles klar, Leute, alles klar. Hallo? Gas geben! Mein Gott, Wagen, mach doch was. Also ich habe ja einen ziemlich guten Kühler eigentlich, finde ich zumindest. Also der wurde auch gut bewertet. Und deswegen hat es mich eben gewundert, dass meine CPU trotzdem schon wenige Sekunden, nachdem ich den Test starte, wird die über 80 Grad heiß. Und ich wollte eben mal rausfinden, woran das liegt. Und das liegt vermutlich daran, also bei meinem Prozessor, ich habe ja einen Intel Core i7-8700K und dort ist die Intel Turbo Boost Technologie aktiviert. Und die Intel Turbo Boost Technologie sorgt dafür, dass der Prozessor, wenn es gebraucht wird, oder eigentlich die ganze Zeit ehrlich gesagt, automatisch übertaktet wird, weil normalerweise läuft meine CPU ja auf 3,7 GHz
aber wenn Intel Turbo Boost Technologie aktiviert ist, dann läuft die eigentlich normalerweise auf 4,5 GHz. Also deutlich übertaktet eigentlich. Bis sie wirklich, wenn ich sie komplett auslasse, dann läuft sie nur noch so auf 4,3 GHz. Und es müsste eigentlich so sein, dass wenn quasi erkannt wird, dass jetzt über einen längeren Zeitraum die Temperatur nicht so optimal war, also über 80 Grad zum Beispiel, dann müsste es eigentlich so sein, dass die CPU automatisch wieder runtergetaktet wird, also auf den Standardtakt zurück, 3,7 GHz. Weil wenn die, ich habe es nämlich ausprobiert, ob die, was passiert, wenn ich die Intel Turbo Boost Technologie deaktiviere, dann geht die Temperatur anscheinend nicht über 80 Grad. Und das heißt, ich denke mal, wenn ich jetzt über einen längeren Zeitraum die CPU zu 100% auslaste, mit aktivierter Intel Turbo Boost Technologie, dann sollte es eigentlich irgendwann von selbst wieder auf 3,7 GHz runtertakten, weil so ist es eigentlich gedacht, diese Technologie eben. Aber trotzdem habe ich mich trotzdem gewundert, warum es überhaupt so heiß wird. Und ja, ich denke mal, das ist einfach normal, weil die CPU ja automatisch ein bisschen übertaktet ist und dadurch wird sie halt auch heißer, aber wie gesagt, sie wird dann eben nach einem gewissen Zeitraum, wenn eine gewisse Dauer überschritten ist, dann sollte sie eigentlich wieder automatisch runtergetaktet werden. Und eine Möglichkeit wäre jetzt eben für mich, damit das gar nicht erst passieren muss, also damit die CPU gar nicht erst runtergetaktet werden muss, wäre jetzt eventuell die CPU zu köpfen. Könnte ich jetzt auch extra erklären, was das bedeutet, aber das sorgt halt dafür, dass die CPU nicht ganz so heiß wird. Oder beziehungsweise, dass die Kühlung effizienter ist, besser gesagt. Und dadurch kann man wirklich die CPU noch höher takten, ohne dass die zu heiß wird. Das könnte ich jetzt also theoretisch machen, wenn ich das unbedingt bräuchte. Aber da ich eigentlich sowieso nur in ganz seltenen Fällen wirklich die CPU zu 100% auslaste, ist es eigentlich momentan für mich nicht notwendig, das zu machen. Spare ich mir den Aufwand lieber und die Kosten, weil ein bisschen was bezahlen muss man dafür ja auch, weil man noch ein paar Werkzeuge braucht dafür. Aber theoretisch könnte ich das später machen, wenn ich irgendwann mal wirklich meine CPU, also wenn ich wirklich alles an Leistung brauche, was meine CPU hergibt, dann könnte ich das theoretisch machen. Und dann, könnte ich vielleicht sogar meine CPU noch ein bisschen übertakten, also noch mehr als 4,3 GHz. Aber weiß nicht, ob ich das wirklich machen würde. Das müsste man dann sehen. Weil momentan ist es wirklich so, dass ich meine CPU eigentlich nur zu 100% auf allen Kernen auslaste, wenn ich die erste Folge von einem Let's Play rendere. Das liegt daran, dass die erste Folge von einem Let's Play immer Bilder enthält. Und das ist in dem Sinne relevant, weil der GPU-Renderer, mit dem ich ja normalerweise meine Videos rendere, der verursacht Grafikfehler, wenn ich versuche mit dem solche Videos eben zu rendern, die Bilder enthalten. Dann kommt es immer so zu so einem Flackern oder so einem Blinken vom Bild. Also zu erheblichen Grafikfehlern auf jeden Fall. Deswegen muss ich immer die erste Folge von den Let's Plays komplett mit der CPU rendern. Und das sind wirklich eigentlich die einzigen Momente, wo meine CPU über einen längeren Zeitraum auf allen Kernen zu 100% ausgelastet ist. Und nur deswegen das jetzt zu machen, lohnt sich eigentlich nicht, bin ich ehrlich. Weil wie gesagt, sonst verwende ich den GPU-Renderer, wo immer abwechselnd die GPU und die CPU arbeitet. Also die GPU
encodiert quasi das Video, während die CPU ja rendert sozusagen. Also die wechseln sich quasi mal ab, das kann man ziemlich gut im Task Manager beobachten. Und dabei wird meine CPU eigentlich nicht wirklich heiß, weil sie ja nur immer kurzzeitig voll ausgelastet ist und dann ja wieder gar nicht mehr. Deswegen lasse ich das jetzt so, wie es ist. Und das hat eben gestern ein bisschen Zeit geraubt. Ich habe auch habe bei meinem PC ein besseres Kabelmanagement eingeführt. Quasi. Alter. Nein! Ey, wir sind so kurz vorm Ziel jetzt. Komm! Komm jetzt ins Ziel hier. Oh Gott. Leute, ich war jetzt schon fast. Habe ich schon kurz gedacht, ey. Wir würden das jetzt noch verlieren, ey. Direkt so ein paar Meter vom Ziel. Das wäre richtig blöd gewesen. Okay, wir haben es geschafft. 4.525 Punkte, haben jetzt 818.550 Punkte. Ganz genau, wir haben die Goldmedaille gewonnen. Und nochmal gespeichert. Rennende. Musik. Ja, weiß nicht, was wollte ich jetzt noch sagen? Ich habe ein besseres Kabelmanagement bei meinem PC eben eingeführt, dass die Kabel jetzt eben fast nicht mehr sichtbar sind, und ich dachte eben, dass das vielleicht noch die Luftzirkulation in meinem PC eventuell verbessern würde, was wiederum eventuell die CPU-Temperatur verringern könnte, aber naja, es hat nichts gebracht eigentlich, also war eigentlich logisch. Aber ich war halt echt so am Überlegen, was kann ich tun, damit meine CPU nicht so heiß wird. Aber ich glaube, es ist einfach normal, dass wenn man die auf allen Kernen mit aktivierter Intel Turbo Boost Technologie auslastet, dass sie dann wirklich zumindest kurzzeitig über 80 Grad heiß wird oder auch über 90 Grad. Länger hatte ich es dann nicht mehr getestet. Also ich weiß nicht, wie heiß die CPU wirklich geworden wäre. Aber ich glaube, bei 90 Grad ungefähr ist dann Schluss eigentlich. Aber es sollte dann sowieso runtertakten von selbst. Naja, ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter mit dem Tourenwagenrennen Mediterranien. Danach haben wir Herausforderungen General Motors Tropical, okay. Mal schauen, was haben wir denn hier? Für dieses Rennen stehen mehrere luxuriöse Tourenwagen zur Auswahl. Während der drei Rennen auf der Strecke Wine Country sind dir die Cops ständig auf den Fersen. Ach, das ist ja mal ganz was Neues. Kommst du unter die ersten drei, erhältst du eine Medaille und kannst fortfahren. Okay, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Ansehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wir werden nicht vergessen. Also dann, bis zur nächsten Folge von Need for Speed Hot Pursuit 2 und ciao.